church and the mafia. Terrorist, die bald einzige Überlebende aus dem Schweizer Technosumpf, besser gesagt. Hier im Studio bei mir hockt der Anne, der Sänger von den Swamp Terrorists. Anne, wenn wir vorhin das Front 242-Clip angeschaut haben, die nehmen ja ihre Sachen auch nicht mehr so wichtig und so ernst wie früher. Aber die kommen dem musikalisch immer noch recht aggressiv und bös daher. Habt ihr da irgendwie den Anschluss verpasst? Also wir waren eigentlich nie daran interessiert, uns irgendjemandem anzuschliessen. Und mir denkt, dass wir weder musikalisch noch ideologisch mit der Front 242 zu vergleichen sind. Also das einzige Gemeinsame, was wir mit ihnen haben, ist das Instrumentarium und die Tatsache, dass wir Technik einsetzen, für unsere Songs zu produzieren. Aber das ist ja genau. Mhm. Jetzt ist aber eigentlich so, dass es ja für viele Leute einfach der Sammelbegriff Techno ist, das, was ihr macht und das, was die Front 242 machen. Jetzt Play It Again Sam, das ist so ein Label aus Belgien, wo vorwiegend Techno-Bands bei sich hatte, wo jetzt aber eher in Richtung Gitarre-Sound geht, also La Muerte als Beispiel. Ist das ein Zeichen, dass die Zeit vom Techno eigentlich vorbei ist? Also vielleicht sollte man mal eine Definition machen vom Begriff Techno. Das bedeutet eigentlich nichts anderes als elektronische Musik oder mittels Technik produzierte Musik. Und mir denkt, die Möglichkeiten für diesen Sound waren eigentlich noch nie so gross gewesen wie im Moment. Und ich glaube, aus dem Ecken wird gehen. Oder vielleicht ist es eben die einzige Musikrichtung, die ein innovatives Zeug rausbringt im Moment. Also, wie innovativ? Er bleibt ja bestehen, der Techno. Wie tut er sich weiterentwickeln? Was denkst du? Also, es wird sich sehr wahrscheinlich so jetzt wenn Hauptströmungen entwickeln, und zwar einerseits der sogenannte Crossover, das ist Bands wie KM, FDM oder Ministry, Meet Beat Manifesto oder auch mehr machen, nämlich ein Aufgreifen von verschiedenen Musikstilen und es in einen neuen Zusammenhang zu bringen, also zum Beispiel Heavy Metal und Hip Hop oder Acid und Ethno oder was auch immer. Mhm. Auch Haussachen und so. Zum Beispiel. Mhm. Dann habe ich noch eine Frage, ihr habt jetzt eine Platte rausgegeben, Grimstroke Disease heisst die, ja. Auf einem deutschen Plattenlabel, Machinery heisst das, ihr habt einen grossen Vertrag können machen oder so. Wie sieht die Zukunft aus von eurer Band? Wie läuft das in Zukunft? Also, das haben wir zuerst mal für die Platte so eine Promotion-Tour in ganz Europa. Und dann im Juli gehen wir ins Studio für unsere zweite LP aufnehmen mit dem Franz Treichler von der Young Gods als Produzent. Ja, und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Jetzt ist so, Anne, jetzt habe ich eigentlich noch eine so ganz persönliche Frage. Ich habe mal euer Konzert gesehen und mir hat es gedacht, du seist dort recht hart auf der Bühne auftreten und euer Sound ist hart und so. Bist du ein aggressiver Mensch? Also es ist so, dass ich durch die Musik die Aggressivität, die ich immer habe, die glaube ich, jeder Mensch in sich hat, rauslassen. Und das ist quasi wie eine Therapie für mich, schlussendlich. Was fasziniert dich an dem, dass du es dort kannst rauslassen kannst? Was ist der Nenner? Ich meine, du kannst ja das auch auf der Straße machen. Oder? Was fasziniert dich? Ja, es ist vielleicht der elegantere Weg. Wenn dir die Leute zuschauen. Okay, merci vielmals. Du hast es vorhin schon schnell angesprochen. Techno richtig Haus, wo sogar renommierte Bands wie Cabaret Voltaire jetzt ein Stück rausgebracht. Wir haben auch hier im Barock ein Stück.